Ja, Freunde, der erste Bacon, der ist ja mal richtig geil. Also der ist schon eingelegt, der duftet auch jedes Mal, wenn ich an den Kühlschrank unten gehe, kommt da ein richtig geiler, ja, so ein richtig intensiver Rotwein-Geschmack liegt da in der Luft. Ja, Freunde, und hier ist der Hauptdarsteller. Den Thymian, den tue ich mal kurz weg. Instagram-Bild noch gemacht, zack, da rein. Und jeder, der das vielleicht bei Instagram, na ja, wer weiß, wer das gesehen hat, das machen wir heute hier schön mit einem Peter Lehmann-Wein. Ha, Jungs, ich kann euch sagen, das kann ja nur gut werden. Schöner Rotwein, und wir machen uns heute, wir bereiten uns mal einen Rotwein-Bacon vor oder einen Rotwein-Bauchspeck. Und das ist auch gar nicht so kompliziert, wie man ja meint. Dazu schneidendes Teil, aber das seht ihr jetzt alles. Hier haben wir noch 1, 2, 3, 3, 4, 4 Knochen drin, die bleiben auch drin. Das soll mich auch gar nicht stören. So, wir schneiden uns jetzt erstmal. Zack, schön. Ja, so Stücke runter. Und ja, machen uns die in unsere Box für zum Einmarinieren. Jetzt müssen wir hier bloß bei dem Knochen aufpassen, der geht bis hier. Ah, da gibt es ein bisschen ein kleineres Stück. So, hey. Hallo. So. Und jetzt schneiden wir hier gerade hier zwischendrin. So. Und schöne 4 Stücke gemacht. Ja, Freunde, und warum schneiden wir uns jetzt hier so schöne Stücke runter? Wir hätten sie auch im Ganzen lassen können, aber wenn wir das in so Stücke machen, dann zieht uns der Rotwein besser ein. Dementsprechend können wir so, ja, ich sage jetzt mal, die Pökel oder die Einlegzeit, weil gepökelt ist es noch nicht, die Einlegzeit ein klein bisschen minimieren. Würde man das im Ganzen lassen, wird es viel länger dauern, ganz klar, bis das dann in der Mitte angekommen ist. Und so braucht es nicht ganz so lang. Wir hätten auch noch die Möglichkeit, das zu spritzen, wollte ich jetzt aber nicht. Wir haben uns jetzt schöne 4 Stücke geschnitten, die füllen wir jetzt hier ein, Rotwein dazu und das. Jetzt hier haben wir es. Hier haben wir schon Thymian mit unten drin. Ich und meine Thymian-Rosmarin-Speicher. Stellen wir uns die bloß so auf, dass auch schön, ja, ich sag jetzt mal, die Fleischseiten aneinander sind. Dann nehmen wir uns noch den restlichen Thymian. Da kann ruhig ordentlich was dran, weil alles an Kräutern, das ist Geschmack. Und wir lassen das jetzt auch nicht, ja, nicht, was weiß ich, nicht einen Monat hier drin liegen, sondern, ja, das seht ihr aber dann. Eine gute Woche. Oh, und mit dem guten Zeug dran. Flasche Nummer 2 dazu. Das tut dem keinen Abbruch. Wir wollen ja am Schluss auch ein gutes Ergebnis. Und nur mit guten Zutaten kriegen wir natürlich auch ein gutes Ergebnis. Jetzt gucken wir, das beschweren wir uns ganz leicht. Ja, obwohl, wenn ich es so runterdrücke, wenn es nicht hoch, wieder hochkommt, dann passt es schon. So. Kräuter schön hier mit rein. Und jetzt stellen wir uns das so eine Woche an einen kalten Platz. So, Freunde, heute kümmern wir uns um den guten Rotweinschinken. Den haben wir jetzt eine Woche hier in Rotwein und schön mit Thymian eingelegt. Na, stellen wir mal kurz beiseite. Zack. Und hier haben wir noch, ja, die Pökelmischung. Wie gesagt, Rotweinschinken, ein bisschen über 2 Kilo waren das. Und hier habe ich jetzt 76 Gramm Pökelsalz, dann habe ich hier 6 Gramm schwarzen Pfeffer, dann habe ich so eine Feta-Mischung für Feta-Käse, für so Ofenkäse, da habe ich mal 14 Gramm genommen und hier habe ich noch 5 Gramm normalen Zucker. Jetzt machen wir eins, jetzt holen wir uns die Schinkenstücke raus. Den einklicken uns einfach. Ah. Komm, wir holen mal eins. Ah, komm her, du. Legen uns. Aha. So, legen uns das Schinkenstück. Komm mal du her. Man sieht, komplett durchgezogen. Die tupfen wir uns jetzt alle komplett trocken. Ah, da kommt auch so ein richtig geiler Geruch hoch. Und wie man sieht, alles komplett rot. Hier den Thymian, den wollen wir eigentlich runter haben. Wir waschen den Schinken nicht ab,
Wir tupfen uns den nur. Aha, da sieht man, da war er drauf gelegen. Da rötet er den komplett um. So, das machen wir jetzt mit allen Stücken. Ja, Freunde, hier sind sie. Hoppala, die Rotwein-Bacon-Stücke. Und ich kann euch sagen, die riechen richtig geil und sehen natürlich affengeil aus. Außer wegen mir das eine Stückchen. Das gefällt mir nicht. Aber sonst sind sie durch die Bank alle richtig geil geworden von der Umrötung. Jetzt machen wir wieder eins. Wo ist der Löffel? Komm her, du. Einen kleinen Löffel. Unsere Mischung. Die verrühren wir uns mal. Ich habe extra die Feta-Mischung genommen, weil Rotwein und dann so ein bisschen federmäßig angehaucht. Das passt recht gut. Von dem her einmal gut durchmischen und dann pökeln wir uns das alles wieder. So. Das soll auch schon reichen. Jetzt hier drüber. Und alle Stücke von allen Seiten richtig kräftig und richtig gut. Mit der Gewürzmischung. Ja. So, liebe Freunde. Es wäre natürlich, hätte ich jetzt hier nicht Rotweinschinken oder Rotweinspeck oder Rotwein dran schreiben müssen, weil der Farbton, der ist halt schon gigantisch. Und auch beim genaueren Hingucken, der Medikopter, Moment Maus, der Medikopter, der ist roter wie der Karamell-Whisky. Und der Karamell-Whisky, der riecht auch so ein bisschen nach, ja, so ein bisschen nach Baileys. Und jetzt kommen die guten Stücke einfach mal runter bei uns im Gewölbekeller zum Durchbrennen. Und so sieht's aus. Die zünden wir uns gleich wieder an. Hier ist meine kleine Schale. Und so sehen sie bis jetzt aus. Die ganzen Schinkenspeckstücke. Hier zwei Rotwein. Also sie kriegen schon eine affengeile Farbe. Von dem her zünd es jetzt an und dann geht's auch schon wieder los. Ja, Freunde. Frisch von der Arbeit. Was soll ich euch sagen? Ich habe dann gleich unten mal hier den Rotwein-Bacon mitgenommen. Und wie man schon sieht, der hat ja eine absolut geile Farbe. Schön, aber die hat er ja schon die ganze Zeit. Schön durchgezogen mit dem Rotwein und dann noch angeräuchert. Und ich muss sagen, ich habe vor 2 Tagen zu einem Freund, habe ich hier ein ganz dünnes von den Rotweinstücken mitgenommen. Das Räuchern war fertig und ich lasse die immer noch mal gerne ein bisschen abhängen, einfach um dass sie fester werden. Wie gesagt, dann habe ich gesagt, komm, Räuchern ist fertig, ich nehme eins mit. Haben wir abends gemütlich ein Bier getrunken, vielleicht auch 2, 3. Und dann haben wir den Bacon probiert. Was soll ich euch sagen? Der hat total scheiße geschmeckt. Und jetzt durfte der nochmal 2 Wochen. Oh, wie geil. Durfte der nochmal 2 Wochen nachreifen. Einfach fester werden und nochmal schön, ja, dass sich das Raucharoma besser verteilt, so ins Fleisch einzieht oder auch abdampft, dass es nicht so viel ist. Und ich weiß nicht, ob man das so genau sieht, aber der hat eine richtig geile Farbe und der riecht. Ganz leicht Rauch. Die Kräuter riecht man, also Thymian riecht man überhaupt nicht. Ganz leicht Rauch, aber was ich rieche, das ist, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, das ist echt der Rotwein. Der kommt jetzt viel besser. Ja, jetzt hier mal einen Speck runter. Ach, das nehmen wir doch gleich. Den Rotwein, auch innen drin, man riecht regelrecht den Rotwein. Und bleibt uns nur eins. Gar kein Vergleich. Gar kein Vergleich. Frank, wir haben den ja probiert. Das ist überhaupt kein Vergleich mehr. Also das Nachreifen, ich bring mal noch ein Stückchen zum Probieren, bringe ich für dich mit. Weil du hast ja gemerkt, der war ja richtig im Nachgeschmack penetrant, eklig. Das ist aber weg. Der schmeckt, klar, Bauchspeck. Man schmeckt ganz leicht Rotwein raus, aber überhaupt nicht mehr so eklig penetrant, wie am Anfang war. Vielleicht hat es auch am Bier gelegen, ha? Und so, kann ich nur empfehlen, Rotweinschinken oder Schinkenspeck. Das war jetzt mal der erste.
Den anderen, den schneide ich dann schön morgen an. Und dann, ja, was soll ich denn sagen? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Schinkenspeck-Video. Und hier probiere ich noch mal ein Stückchen. Das ist echt irre. Das ist echt irre. Schmeckt. Bis zum nächsten Schinkenspeck-Video.